Guten Abend. Für euch, alle Nummer 493. Heute ist Mittwoch, spätabends. Mittwoch, der 11. August 2021. Im Poesiealbum Nummer 85 geht es um Max Zimmering. 1909 geboren und 1973 in Dresden gestorben, war er ein Antifaschist, der in die Emigration musste und wo es ihn unter anderem bis nach Australien getrieben hat. Dort war er interniert, zeitweise auch, und hat dann im Schriftstellerverband der DDR gearbeitet. Und ich schaue ja immer mal so ein bisschen ringsrum, ob ich dann sowas erfahre über die Menschen, von denen ich hier Gedichte einlese. Und wie so viele habe ich in den 90ern dann doch mich überrumpeln lassen und das Zeitlexikon, oder war es Anfang der Nullerjahre, ich glaube, das war Anfang der Nullerjahre, das Lexikon von der Zeit, also richtig so Bücher mit Aufschlagen von A bis B, von C bis D und so, so Bände. Und da findet man ihn nicht. Wahrscheinlich war er zu sehr Kommunist. Ich weiß es nicht. Unbekannt war er jedenfalls nicht, denn es gab in der DDR Schulen, die nach ihm benannt wurden. Aber das ist wahrscheinlich zu viel. Da ist man zu sehr Sozialist. Und wird dann nicht gemessen an dem, was man gemacht hat. Nämlich an den Gedichten, die er geschrieben hat. Es gibt heute zwei von ihm. Eins heißt Klopfen an der Tür. Es klopfte an der Tür. Ein zages Klopfen. Als wenn der Wind ein Blatt ans Fenster schnellt. Wie ein verirrter Sonnenregentropfen, der dir im Garten auf die Zeitung fällt. So zögernd war der Laut, der mich gerufen, so zögernd war der Blick, der mich empfing. Ein kleines Mädchen nahe an den Stufen, schon fluchtbereit, ein blasses, schmales Ding. Erst auf die dritte Frage sanft gesprochen, bat sie um Wasser, da sie durstig sei. Mir war's, als hört ihr Herz ich leise pochen. Und hungrig? Fragte ich wie nebenbei. War es Verachtung, war es ein Mitleidsschimmer im Kinderauge, das mich musternd maß? Zu trinken nur, denn hungrig bin ich immer. Sie leerte gierig das gereichte Glas. 1946 hat er das Gedicht geschrieben. Und dann möchte ich jetzt ganz kurz noch was anmerken. Nämlich vorgestern habe ich ja Peter Hacks eingesprochen und da scheint was falsch angekommen zu sein. Es ist wirklich so, dass er, der ja in die DDR gegangen ist, Peter Hacks, und dann da geschrieben hat, viele, viele Stücke, als er die Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann nicht mit unterzeichnete als einer der berühmten Schriftsteller in der DDR, dann wurde er, da wurde er in der BRD nicht mehr gespielt. Ja, er war dann für diese Seite wahrscheinlich zu sozialistisch. Das wollte ich nur mal anmerken. In der DDR wurde er natürlich noch gespielt. Vielleicht kam das nicht so genau an. Jetzt bleiben wir aber wieder bei Max Zimmering. Und es gibt noch ein Gedicht von ihm.
zum Abschluss heute. Die ganz Ungebundenen. Es ist, als stünden wir in einem Raum, der weder Decke, Wand noch Boden hat. Und alles fließt da wie in einem Traum. Und auch das Licht ist unbestimmt und matt. Es ist, als schwebten wir ein loses Blatt, das sich vom Baum, der es getragen, riss. Wohin wir fallen, ist noch ungewiss. Da ist die Erde und ihr Fallgesetz. Doch plötzlich fängt ein Wind uns wie im Netz und hält uns ab vom vorgeschriebenen Ziel und treibt mit uns sein launenhaftes Spiel. Es ist, als wären wir fern von Zeit und Maß, als wären wir Sand in einem Stundenglas, der rinnt und rinnt und doch die Zeit nicht fühlt. Wir sind wie Lehm vom Ufer losgespült, der schnell vom Wasser aufgelöst zergeht. Wir sind wie Rauch, der aus dem Schornstein quillt und den der Wind erfasst und bald verweht, dem Dauer fremd und dem auch Form nichts gilt. Was sind wir überhaupt? Am Ende haben wir uns nur geglaubt. Da könnt ihr euch jetzt selber ein Bild über Max Zimmering machen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.